Ein herzliches Willkommen zurück zu Mario Kart 8. Es geht weiter und jetzt endlich auch mal mit den Retro-Rennstrecken. So, wir nehmen wieder Yoshi. Und ein Community-Wunsch war es auch, ob ich nicht eventuell mal neue Bikes bzw. Autos nehmen soll. Und wir schauen mal ganz kurz nach. Wir nehmen mal einfach ein Turbo-Bike diesmal. Warum nicht? So, also. Wir wollen uns mal dem Panzer Cup widmen. Den ersten vier Retro-Rennstrecken. So. Dann geht's mal los. Und ein weiterer Wunsch war es auch, ob ich nicht eventuell mal die sämtlichen Items erklären kann. Ich denke mal, viele sind selbstredend. Zum Beispiel nehmen wir mal die grünen und die roten Panzer. So, Rennen Nummer 1, die Kumu-Weide. Die kennen wir von der Wii. Beziehungsweise, gut, ihr vielleicht nicht. Aber gut. Eventuell werde ich ja auch bald mal ein Let's Play machen von der Wii-Version von Mario Kart. So, los geht's. Also, was ich sagen wollte, die grünen Panzer, die schleudern halt, blind links umher. Und die roten Panzer treffen halt direkt den Vordermann. Und, ja. Das heißt, beim roten muss man nicht genau zielen, bei den grünen jedoch schon, wenn man treffen will. Und die Bananen hier zum Beispiel können gut als Schutz dienen. Und, können halt auch den Gegner in Straucheln bringen, natürlich. Ja, und was gibt's denn sonst noch für Items? Der blaue Panzer zum Beispiel, der kann halt, wie ich auch schon mal sagte, glaube ich, den Erstplatzierten angreifen. Wir zum Beispiel jetzt. Boah, Hilfe! Ja, die Kumu-Weide, die kenne ich ja auch noch von der Wii-Version. Und dennoch fahre ich hier ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ein bisschen blind links. Hoppa! Aber da kommen alte Wii-Zeiten wieder hoch. Der Wii-Ableger ist ja, glaube ich, 2008 erschienen. Verdammt! Wir wurden getroffen. Trotz der beiden... Na, schon wieder! Was denn jetzt los? Ist ja nicht zu glauben. Gut, also ich rede schon wieder hier quer links über sämtliche Themen. Ich wollte ja ursprünglich auch die ganzen Items erklären. Was gibt's denn hier sonst überhaupt noch? Ich weiß gerade gar nicht genau. Der Boomerang, den haben wir ja gemeinsam gesehen. Der die Vordermänner angreifen kann, schaden kann. Na, das ist doch nicht zu glauben. Wir werden hier nur angegriffen. Boah, wie blöd. Dann haben wir hier noch 3000 dumme Kühe, die hier die Straße überqueren. Heieiei. Gut, die Pilze gibt es hier natürlich noch, die einen Geschwindigkeitsschub bringen. Der goldene Pilz für eine längere Zeit. Eine durchgehende Zeit quasi. Na, jetzt sind wir Vierter geworden. Ist ja nicht zu glauben. Na, egal. War halt auch viel Pech im Spiel. Wie heißt es so schön? Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Ich glaube so. Gut, wie gesagt, normale Pilze, einen Geschwindigkeitsschub und bei goldenen Pilzen viele Geschwindigkeitsschübe. Rennen Nummer 2. Marios Piste. Die Game Boy Advance Version. Okay. Ja, ich hoffe auch, dass ihr mit meinen Begriffserklärungen, Itemerklärungen auch was anfangen könnt. Okay, und diese Game Boy Advance Version kenne ich auch gar nicht so wirklich, muss ich zugeben. Glaube ich zumindest. Weil die Advance Version von Mario Kart habe ich nicht gespielt. Ich weiß, Schande über mich. Ganz viel Schande über mich. Hey. Aber wie fahre ich denn hier heute überhaupt? Ist ja nicht wahr. Ich muss auch zugeben, dass mir dieses Bike gar nicht so wirklich liegt. Dieses Turbo-Bike. Das kommt mir gar nicht so schnell vor, ehrlich gesagt. Und so wirklich gut. Ja. Bewegen kann man sich damit auch nicht. Nicht gut driften. Na, sei es drum. Boah, Hilfe. Okay, Contenance. Boah, das gibt's doch gar nicht. Der ist so schwerfällig.
gut. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich mit diesem Bike hier garantiert nicht mehr fahren werde. Nicht freiwillig zumindest. Okay, letzte Runde gleich. Es geht los und zwar im Nu. Wir sind Erster, wollen gewinnen. Auch Blopa, du kannst uns mal. So, liebe Freunde, wir schlagen uns hier wacker. Nein, nein. Ich weiß, ich habe es gesagt. Und schwupps, werden wir eingeholt. So, haben wir hier... Nein, haben wir nicht. Nur aufpassen, dass wir hier nicht... Nein, na, es war so klar. Jetzt habe ich hier alles verhauen, was man verhauen kann. Fünfter. Von der 1 auf die 5 und wir haben Platz 1 schon mal vergeigt. Und zwar extrem vergeigt. Scheiße, scheiße. Gut, sei es drum. Rennen Nummer 3. Schieb, schieb, Strand vom DS. Gab's die Version nicht auch schon mal bei der Wii-Version als Retro? Kann sein. Ich weiß gar nicht genau. Okay, egal. Los geht's, weiter geht's, wie auch immer. Ich muss ja zugeben, die beiden Strecken waren gar nicht mal so schwer eigentlich, aber irgendwie bin ich hier immer überall gegengefahren, wurde am Ende immer eingeholt. Doof. Na egal. Hier haben wir 3 von diesen grünen Panzern. Das heißt, wir müssen hier sehr gut zielen, um den Gegnern auch Schaden zuzufügen. Nee, die Strecke ist mir neu. Kann ich auch nicht. Okay. Wir feuern mal ab und treffen nicht. Jetzt vielleicht? Nee. Oh, fast uns selbst getroffen. Okay, da haben wir die blaue Kugel. Und die trifft in schwarze, aber irgendwie... Naja, kann er noch sehr schnell weiterfahren hier, der Gute. Viel zu schnell. Wo ist der überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Oh, Moment. Schluck das. Sehr schön, Treffer. Und immer noch Zweiter? Wieso das? Verstehe ich jetzt auch nicht so wirklich. Ein Dritter sogar. Vierter? Mensch. Okay, wir geben hier Gas. Und sind momentan Erster. Aber, na, dieses Bike gefällt mir einfach gar nicht. Wenn man kein Skill hat und dann dieses Bike, das ist schon mal eine ganz doofe Kombination, wie ich finde. Egal, wir geben nochmal Gas und sind wieder Erster und fahren... Ja, ich hab's gesagt, ich weiß. Ich hab gesagt, wir sind Erster. Das war mein Fehler. So. Nein! Was für ein Turbo-Bike hier. Aufgepasst, Contenance. Nein, nein! So, wir geben Gas. Wir wollen Spaß und wir gewinnen! Und haben uns Platz 1 gesichert. Oh Wunder, oh Wunder. Und steigen auf Rang 3. Immerhin das. Gut. Rennen Nummer 4 folgt als nächstes. Und ich bin gespannt. Tots Autobahn von N64. Mensch. Ist auch super, muss ich sagen. Sehr schön. Werden sicherlich auch noch einige von euch kennen. Diese Rennstrecke. Okay. Und mal sehen, wie sie hier so abgeht.
Und da haben wir schon mal einige Autos auf jeden Fall. Oh ja. Da kommen alte Gefühle hoch. Alte Kindheitserinnerungen, wie ich finde. Ach nö. Wobei ich sagen muss, es ist hier doch angenehmer als damals auf dem N64. Weil man damals doch echt ganz leicht gegen diese Autos gefahren ist. So ging es mir. Ja, ich hätte es nicht sagen sollen, ich weiß. Ich habe es gesagt. Okay, liebe Freunde. Wow. Wir werden sogar fixer. Gut, also was ich sagen wollte zur Piranha-Pflanze. Ich will ja alle Items erklären. Die Piranha-Pflanze kann einen schneller machen, fixer machen, hat also einen ähnlichen Effekt wie ein Pilz und kann halt die Gegner weghauen. Kann sie halt einfach poolen. Auch sehr schön. Okay, wir haben Platz Nummer 3. Und schau mal. Okay. 3 Bananen. Genau. Einen Stern gibt es auch noch. Die Sterne sind auch sehr schön. Hui. Denn Sterne machen einen schneller. Und wenn man Gegner anfährt, dann tut denen das gar nicht gut. Okay, letzte Runde. Schubidubidu, schubidu. Okay, wir sind Dritter. Und ich muss sagen, die Strecke hat sich doch verändert, oder? Sehr verändert, wie ich finde. Okay, wir sind Zweiter. Dritter schon wieder? Ach nö. Ja, ich weiß ja. Was für ein Turbobike hier. Ist echt unglaublich. Okay. Wir sind Zweiter immerhin. Naja. Zweiter, Dritter? Zweiter, Dritter? Zweiter! Manometer. Immerhin das. Okay. Und wir bleiben also auf Platz Nummer 3. Okay. Ist nun kein megamäßiges Ergebnis, aber naja. Man kann mit leben. Okay. Dann sehen wir uns mal an. Und ich muss sagen, wir haben zweimal Platz Nummer 1 erreicht, dann zweimal Platz 3 und jetzt wieder, also dreimal in Folge Platz 3. Da muss ich schon sagen, Mensch, da habe ich ja mich nicht mit rumbekleckert. Na egal. Wir nehmen auch die Bronzemedaille entgegen. Und haben den Bananencup freigeschaltet. Na, immerhin das. Und ein neues Fahrzeugteil haben wir auch. Das ist ja ein Ding. Okay. Ich überlege auch gerade mal, ob ich vielleicht erstmal weitere rote, natürlich meine ich goldene Pokale holen soll. In den 3 Wettbewerben. Sodass wir auch mal neue Charaktere bekommen. Die ich euch zeigen kann. Mal sehen. Naja, beim nächsten Mal geht's auf jeden Fall weiter. Da geht's dann in den Bananencup. Da wird's auch spannend bleiben. Also, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Macht's gut.